Willkommen zurück zu Lost Judgment. Ich bin euer Firobo und ich bin dafür, dass wir den Paradise erstmal nicht machen. Bin mir noch nicht ganz sicher. Weil die Fragezeichen heißt ja normalerweise, dass ich noch eine Nebenquest machen muss, deswegen. Ich bin noch unentschlossen. Ich könnte einfach mal gucken. Einfach mal eben gucken. Es ist. Na komm, ich google mal eben. Lost Judgment. Nebenquest. Oder Nebenmission halt, ne? Das ist aber einfach nur. Das ist jetzt alles alle Nebenquests. Nicht? Und. Takayuki Yagami. Böser Big T. Ein Light. Big T. Böser Big T voll abgeschlossen. Was ist davor? Wachstum der Schaltung, genau. Letzter Auftrag. Ort Meisterwurf aller. Erledigung aller Nebenfälle. Belohnung Sega-Spiel. Okay. Wir müssen also um den Freizeitstart müssen wir wirklich alle gemacht haben. Puff. Puff. Also ich müsste jetzt wirklich dann hier jetzt den Dyson Cube alles machen. Uff. Aber ja. Uff. Eigentlich habe ich gerade so keine Lust. Da muss ich jetzt wirklich gegen jeden Char kämpfen? Ist eigentlich relativ egal. Ich will das hier. Was als Leistung für Audiopegel. Habe ich auch schon was gefunden, aber es ist viel zu teuer. Muss ich gestehen. Jetzt muss ich mal gucken, ob ich es anders machen kann. So, wir müssen zur Anwaltskanzlei. Das hier vorne ist ja direkt ein, ist ein Café? Ach, ja, stimmt. Ja. Gut, dann haben wir auch im Quest eigentlich so gut wie alles erledigt. Wir müssen vorher Paradise noch fertig machen. Ach, hätte ich auch mal in die Liste gucken können, ne? Warte. Verlauf. Judgment. Fire. Paradise. Paradise Upgrades. Hier in okay, haben wir zurück. Erneut. Blablabla. So, verwundert zur Freunde. Ihr müsst alle sieben schweren Gegner an. Es ging alle sieben schweren Leute. Und es in dem Fall Bennett. Es reicht, wenn ihr den kleinen Kurs spielt. Aber Achtung, es wird nicht markiert, mit wem ihr bereits gespielt habt. Also geht am besten von oben nach unten vor. Wir müssen einfach nur antreten gegen die, okay. Uff, er würde ich eigentlich gerne machen, wenn ich ehrlich bin. Wenn ich dann nur den kleinen Kurs spielen muss sogar, haben wir vielleicht eine bessere Chance. Wegen ihren blöden Fähigkeiten, ne? Okay, wir schauen mal. Jo, hi, ich würde gerne den kurzen Kurs spielen. Ich will einen starken Rivalen haben, ja. Und dann. Ach, guck mal, haben wir sogar alle hier. Ja, dann kämpfen wir als erstes gegen Kaito. Ich bin gespannt, ich will es einfach nur mal testen. Einfach nur mal eben testen. Yoshi. Ich kriege auch schnell weit hin. Da wir eben Freipass haben können, machen wir jetzt unendlich viele Versuche. Okay, let's go. Ja, Störung können wir ja schon. So, wir dürfen würfeln. Eine 4. Sehr schön.
Zack, und wir müssen kämpfen, okay. Hat aber nur einen Stern. Das sollte eigentlich relativ easy sein. Egal, Gegner auf dem Zeitlimit, okay. So. Okay, hier haben Schusswaffen. So. Wäre relativ easy, kriegst du einen Punkt, aber ich krieg sogar SP dafür, geil. Nice, nice. So, wir kriegen eine Prepaid-Karte, okay. Wir haben 10 Skillpunkte jetzt. So, Kaito ist dran. Limit, ja. Hat er 1. Okay. Wir kriegen einen Papierteller. Nice. Glückwunsch, Kaito. So, wie viel. Was haben wir für Skills? Müssen wir ein bisschen sparen. Sakui. Ah, nur eine 2, verdammt. Oh, wir haben einen Stern gewandt bekommen. Dafür kriegen wir Sterne. Dafür kriegen wir 3. Okay. Jetzt kann Kaitos dann wieder aufholen, ne? Schien so, dass er seine Skillpunkte in die 10. Oh, er hat noch 5 gewürfelt. Kommt er aber nicht an uns ran, ey. Da ist sogar auf demselben Feld wie wir, ne? Ja, ist auf demselben Feld wie wir. Muss jetzt gegeneinander kämpfen? Rivalenkampf, jawohl. Showdown der Rivalen. Ich hab gewonnen. Okay. Die. Ach, wir müssen 4 gegen 3 kämpfen, ist das? Okay, warte mal, machen wir den Boxer einfach mal. Nur einen besiegen? Oh lol. Und warum sagt der Saori-san? Hä? Was ist mit dem Spiel kaputt? Lässt du rein hinter sich. Während er sich heilt, ziehst du davon. Cool. Was ist jetzt den Vorteil? Ach, wieder nur eine 2? Mich verarschen? Event. Aber wir dürfen klettern. Okay. Dann let's go. So. Ich glaube, hier kann ich mich Sachen sammeln, ne? Das ist einfach nur Zeug. Ja, dann kletter ich einfach mal nur nach oben. Was haben wir hier Schönes? Das regeneriert mich die ganze Zeit. Okay. Weiß nicht, was ich hier für Sachen kriege, deswegen. Ups, Angst habe ich verfehlt. So, nehmen wir mal hier, dass wir nochmal das Ding da mitnehmen. Dass wir uns immer hochheilen können. Die pushen wir jetzt einfach nur nach oben. So, das hat mich jetzt natürlich getroffen. Okay, ich steige weiter nach oben. Wir haben 73 Meter geschafft, also das ist eigentlich ganz gut, oder? Wahrscheinlich hätte ich 100 schaffen können, vielleicht sogar. Premium Katzenfutter, wow. Oh, wir können unseren Skill einsetzen. So, Kaito darf ja nicht. Gut. Können wir jetzt unseren Skill einsetzen? Dass wir plus 6 kriegen. So. Wow, eine 3. Okay, machen wir eine 9 draus. So. Natürlich den kürzeren Weg. Da kriegen wir wieder Punkte. 3 Stück. Ist ja. Gut, das kannst du jetzt echt hinziehen. Also er hat jetzt irgendwie krasse Skillpunkte noch.
Okay, doch nur 2, sehr schön. Also, hier haben wir ein bisschen hinter uns gelassen, erstmal. So, kann sie sonst ja auch extrem viel härter werden, ne? Okay. Hat er das jetzt besser gemacht als ich? Ich wüsste ja gerne, wie viel er geschafft hat, aber gut. Eine 5, das war was Schönes. Glaube ich. Also heutzutage muss man sogar ein Job, das Maskottchen-Talent mitbringen, okay. Dann bring mal Talent mit. So, wir befinden uns auf der Zielgeraden. So. Zielgegner des Zeitlimits, okay. So. Zack, zack. Bum, bum. Nicht mal 7 Sekunden gebraucht. Easy. Bam, so muss das laufen. Wir kriegen Silberteller und nochmal 4 Punkte. Sehr schön. Ich glaube, die investieren wir auch gleich einfach nochmal. Das dran. So, er setzt aber auch keine Fähigkeit. Der nimmt nur 6 gewürfelt auf. Und der nimmt auch den kürzeren Weg. Bei so vielen Skills fällt die Wahl schwer. Chill einfach mal eine Runde und denk drüber nach. Warum sollte ich eine Runde aussetzen? Das verstehe ich halt nicht, ne? Ey, was? Außer natürlich sitzen da Zwickmühle vielleicht? Der Wald ist abgeschlossen, okay. Ich werde heute 4 Punkte erhalten. So, wir brauchen jetzt 1, 2, 3, 7 Punkte, ne? Einfach mal plus 2, jawohl. So, dann hoffen wir, kriegen dann 6 oder so. Jawohl, haben gewonnen. Haha, nice. Let's go, ab ins Ziel mit uns. Das gefällt mir doch. So. Hat schon tausend noch ein Feld über. Bam, haben wir die erste Runde gewonnen. Cool. So, Premium 100.000, was gemacht ist. So, ein paar Sterne über, das bringt so nicht viel, ne? Okay, du bekommst die Belohnung für die Mission, die du geschafft hast. Versetze deinen Skill 3-mal, ja, dann ging Runde nicht. Lange nach von 70 ans Ziel haben wir geschafft, erleide keinen Schaden, okay, gut. Mal 30.000 mal bringen können. Hat aber einen schönen Bonus oben drauf. 333, oh je. Lass mal nachmachen. Psycho, da. Nice. Dann haben wir den ersten von 7 erledigt. Danke. Und jetzt habe ich 5 Millionen. Ach, der kommt. Nicht zu fassen, dass du Kaito-san in der Feuerwelt eingebaut hast. Du hast ihn wohl auch nicht darüber informiert, oder? Ein Scheiß habe ich ihn informiert. Ha, dem Dreckskerl schulde ich gar nichts. Geschieht ihm ganz recht, nachdem er mich überfallen und mir die Klamotten geklaut hat. Wenn überhaupt, dann schuldet er mir noch was. Im Nachhinein war das ziemlich furchtbar, oder? Ja, besonders für einen zugelassenen Anwalt. Was denn hast du dir dabei gedacht? Tut mir leid, okay? Selbst die Yakuza entblößten niemanden einfach aus Jux. Ihr Typen seid das allerletzte. Okay. Willkommen bei Fire Paradise. Jo, wir machen wieder an den normalen Kurs. Ich will einen starken Rivalen, jawohl. Und dann nehmen wir Higashi. Eieiei. Ei, ei. Ja, wäre aber jetzt auch kacke, wenn sie mal den Kurs spielen müssen, ne? Jo, ja, das hatten wir schon. So, dann. Wir hoffen, dass wir Glück mit den Würfeln haben heute wieder. Ah, fängt mich schon mal nicht so gut an. Ja, dann kriegen wir ein paar Punkte. So, guck mal. Wie schlägt sich Higashi, hä? Es gibt einfach mal alles dasselbe gemacht. Und wir haben wieder direkt den Rivalenkampf, okay. So, ich habe eine 4. Ich bin wieder besser, okay. Ich muss wieder nur einen besiegen, ne?
So, nein, ich will den, den ich gerade angesiedelt habe, schon besiegen. Was ist denn jetzt los? Okay. So, ich habe den Kampf gewonnen. Muss er noch eine aussetzen? Ich will doch nur eine 2, kann doch nicht wahr sein. Ich bin gegen den. Okay, das geht also auch. Interessant. Okay, cool, ich bin gegen die Bande gelaufen. Na gut, kämpfen nur im Tiger-Stil. Okay. So. Er hat direkt Angst bekommen. Okay, darf ich nicht angreifen, warum auch immer. So. So. Oh, das war schon. Ja, das hat jetzt ein bisschen länger gedauert, aber. Ja, wir kriegen Punkte. Ich habe echt ein bisschen, ich habe echt Spaß eigentlich an Fall Paradise so. Ein Goldteller bekommen und 4 Punkte, nice. So, er darf ja nicht. Ich habe den Kampf verloren. Ich glaube, Kollege. Ich würde jetzt gerne mal ein bisschen was Besseres würfeln. Was Besseres, nicht was Schlechteres. Wow, er kann mit einem Wurf mich einfach jetzt überholen. Echt nix. So. Machen wir mal. Mal, wie hoch wir kommen, ne? So. Schauen wir mal, wie weit wir hier hochkommen. Nicht ganz gut aus, ne? Ja, können wir so ein bisschen Erholung. Dann auf nach oben pushen. Auf den Rest ignorieren, sag ich mal auf gut Deutsch, ne? Vielleicht erreichen wir ja die 100. Aber gefühlt wird ja irgendwie langsamer. Muss ich sagen. Na, er fährt jetzt wieder schneller. Wir haben die 100 noch. Jawohl, wir haben die 100 geknackt. Das muss doch ordentlich Punkte geben, oder? Dass wir die 100 Meter geknackt haben. So, wir kriegen den Golden Kyon. Ja, ui. Gut gemacht, Junge. Du kannst diesen Gegenstand gegen 500.000 Yen eintauschen. Wir kriegen 11 Punkte. Ach du Scheiße, wir haben ja anscheinend sehr, sehr gut abgeliefert. Uff. Und jetzt überholt er mich. Hier. Oder? Ja, der überholt mich. Ja. Die landet nicht auf demselben Feld. Gut. Er kriegt ein paar Punkte. Okay, cool. So, dann wollen wir mal einen Skill einsetzen, würde ich sagen. Nämlich die 19. Aufladen mal 5. Warte mal, was ist das? Du setzt diesen Zug aus, du nicht zu multiplizierst, hast du deine Augenzahl mal 5. Uff, okay, das machen wir. Komm, ich riskier's. So, bin ich jetzt mal gespannt. Wenn wir dann eine 6 würfeln, haben wir 30 Punkte. 30 Dinger, ey. Ah, guck mal, jetzt setzt er sogar mal Skills ein. Okay, also mit der stärker die Gegner werden, desto mehr Skills setzt er ein. Okay. Oh, doof wäre, wenn ich jetzt da eins würfeln würde gleich. Eine 6 wäre so cool. Ansonsten hat sich das echt nicht für uns gelohnt. Naja, dann muss ich das. Vielleicht mache ich das offscreen oder so. Das Ding fertig. Er kriegt 7 Punkte, ey. Okay. Ist das schon wieder was ins Gelangen? Komm, gib mal was Gutes. Nein! Du willst mich doch verarschen, Spiel! Boah, er will mich doch so hart verarschen.
Alter! Alter, ich fühl mich verarscht. Ich will nochmal neu. Gut, ich kann natürlich noch gewinnen, aber. Oh, fühle ich mich verarscht. Ich fühle mich hart verarscht. Ach guck mal, er wird jetzt die dicken Achten und so, weißt du? Jetzt komme ich nicht mehr hinterher. Das ist das, das. 6 Punkte gemacht, okay. Ja gut, ich krieg jetzt auch noch gute Punkte, so ist es nicht, ne? Aber ich muss ja eigentlich nur gegen die begegnen, ne? Wow. Was ist das für ein, was ist das für eine Runde? Ich krieg nur 1 und 2. Das gibt wenigstens gute, naja. Ich krieg aber einfach nur 1 und 2, das ist doch scheiße, ey. Ist das die Fähigkeit von ihm? Guck mal, ob danach nochmal so ein Dialog kommt, ansonsten müssen wir echt gegen die gewinnen, scheinbar. Wenn ich halt verliere, ist mir das eigentlich auch egal, ne? Und ich hatte die Aufgabe abgeschlossen, okay. Ich brauche noch 5 Punkte. Ey! Ist mein ernsthaftes Spiel. Das ist doch kacke. Ich krieg nur 1 und 2. Ich krieg nur 1 und 2, das ist doch scheiße. Zack. So. So. So, schon Cassilo, egal. So. Man fehlt natürlich einen für ganz klein setzen, ja. Aber wir würden ja noch eine Runde, aber. Ja. Gegenstand. Ja. Dann setzen wir einfach mal unseren Skill jetzt ein, weil wir kommen nicht weiter. Dann machen wir lieber so. +2, komm. Ja. Oh, jetzt krieg ich eine 6. Hätte ich gerade bei meinem Doppelding gebraucht. Ah, 630.000, ja. Weil er geht jetzt eh ins Ziel, von daher. Schade. Echt schade. Hätte ich gerne gewonnen. Kämpfe nur im Tigerstil, ach ja. Also, kann ich vielleicht mal bitte. So. Boom. So schön. Und 86 Punkte bekommen. Aber dafür wird der Gegner jetzt fertig werden, ne? Ein Silberteller, ja. So, Gegner ist dran. Und 3. Reicht das? Ne, reicht nicht, oder? 1. Doch, reicht doch. Genau, die Punktzahl reicht, die halt. So, er ist im Ziel. Glückwunsch. Wir haben leider verloren. Passiert. Obwohl, wenn nicht passiert, hätten wir mal vernünftige Würfel gehabt, ne? So. 640 Punkte noch dazu. Sternereignisfeld, erledige keinen Schaden, gelang innerhalb von 17 ans Ziel, ne, haben wir nicht geschafft. Gelang vor dem Rivalen ans Ziel, der hätte auch noch 150 Punkte gegeben. Warte, 150 Punkte, 150.000 Yen, so. Aber zählt das, danke. Ja, wir haben ihn jetzt nicht. So, nehmen wir wieder den Kurzkurs. Ja. Dann nehmen wir ihn hier. Und versuchen gegen ihn zu gewinnen. Wenn dann wieder ein Dialog kommt, müssen wir gegen Gashi auch nochmal gewinnen. Muss wirklich gegen alle gewinnen. So, dann schauen wir doch mal. Fängt er schon mal besser an. Schon wieder gegen die Wand da gelaufen, ne?
Ah, das sehen wir schon mal. Kämpfe nur im Kranich-Stil, okay. Zack. So. Zack. Komm nochmal her. Komm. Ja, 20 Sekunden gebraucht. Naja. Aber war okay. Ja, wahrscheinlich kommt jetzt wieder unser Rival auf unser Feld, oder? Wenn ich den Rivalenkampf immer gewinne, ist ja okay, ne? Ne, kommt nicht schon, ist auch okay. Interessant. Du musst dein Safe öffnen und. Schafft ihr es oder nicht? Hat's geschafft, krasser Typ. So, wann sind wir jetzt dran? 6. Oh. Nehme ich gerne. Schön die dicken Punkte hier holen. Ist gut. Ein paar Sternchen. Nur 3, glaube ich, ne? Ja. Ist okay. Es gibt das Ganze so ein bisschen mal, ne? So, ja, komm. Showtime da! Er kann einfach mal 3 machen, okay. Gemein halt. Ist er jetzt vor mir? Kriegt sogar noch mehr Punkte. Ich hätte die Fähigkeit, hätte ich halt auch gerne, ne? Sakoi. 2, nice. Oh, jetzt bin ich auch irgendwo auf dem Feld, nice. Dann kann ich ihn jetzt rauskacken. Ich hab sogar noch gewonnen, ey. Ich krieg allein gegen ihn mit deiner Verstärkung. So, komm her, du. Achso, er kann einfach mal eben den machen. So. Okay, wir können den machen. Damit haben wir dich dann. Und. Oh. So, erledigt. Jetzt haben wir noch Punkte nur bekommen. Oh. Warte. So. 20 Punkte. Er darf er jetzt nicht. Damit sind wir wieder dran. Wir setzen uns Skill ein. Nehmen wir für die plus 6. Weil gerade mit der plus 5 mal 5 mal so schlechte Dinger erwartet hatten. Aber ist jetzt auch nicht wirklich besser geworden, ne? Muss man einfach mal sagen. Eieiei. Hoffentlich schaffen wir es. So, dann kommen wir da. Cool. Da können wir nochmal glänzen jetzt. Steige einfach weit nach oben. So. Letzte Ziel, ne? So. Muss aber diese Energiekübelchen scheinbar einsammeln, damit ich Ausdauer habe. So. Aber. Bewege ich mich irgendwie viel schneller. Falls euch das mal auffällt. So, dann nehmen wir die einfach nochmal mit. So. Zack. Ja, guck mal, jetzt werde ich wieder viel träger. Komischerweise. Ja, kommen wir halt nur auf die 90 vielleicht. Ja, die 100 schaffen wir auf jeden Fall nicht. So, 91. Das sollte aber eigentlich auch ganz okay sein, oder? Ach, das Spiel.
Boah. Neun Dinger bekommen, nice. Macht wieder mal sein 3x3 wahrscheinlich, ne? Nicht? Okay. Er hat eine 5 gewürfelt. Ist natürlich auch nicht schlecht, ne? Wir skippen das einfach nochmal. Läuft dieselbe Route wie wir. Er kriegt Punkte. Okay. Ich bezweifle, dass wir jetzt die 19 voll kriegen, deswegen machen wir einfach mal die hier. Dann nochmal plus 2 kriegen. Ah, ernsthaft Spiel. Manchmal fühle ich mich echt von dir verarscht, ne? Oh, da kann ich Schloss machen. Was? So. Easy. Taschentuch haben wir bekommen, wow. Nice. 3 und 6 müssten wir jetzt würfeln. Nochmal plus 3, okay. Eine 6. Kommt auf uns. Oh. Der Rivalenkampf. Zweiter Rivalenkampf. Okay, das könnte jetzt unsere Chance sein. Wir hatten eine 6. Ich habe nur 3. Ui. Okay. Ich muss nur einen besiegen. Von daher. Machen wir mal den. So, boom. Jawohl. Hat geklappt, mein Plan. Schnell wie ein Blitz. Oh. Okay. Ich würde sagen, muss ich jetzt die anderen noch mal besiegen? Ne, muss ich nicht. So, das ist jetzt meine Chance. Vielleicht noch einen Skill einsetzen. Ja, ich setze noch einen Skill ein. So, kriegen wir plus 1. Und dann haben wir noch 4 schon mal. Sehr schön. Und wir sollen nochmal Parkour machen, okay. Deswegen nochmal Punkte rauskriegen, dass wir dann halt eben gegebenenfalls nochmal ein 1 plus 1 machen können. Weil er ist ja jetzt erstmal raus. So. So. Okay. So. Und die Schnelligkeit ist echt ganz gut hier, glaube ich. Sollte ich diese kleinen Umwege vielleicht eingehen? Sag ich mal. Ausdauer mangelt uns sonst ja nicht scheinbar. So, kriegen wir noch die 90 hin. Ah, schade, nicht mehr geschafft. Kurz vor der 90 hängen geblieben. Aber wir kriegen, glaube ich, dann eine Million jetzt, ne? Zusammen. Aber wir kriegen nur den Silber nennen, schade. So, er darf nicht. Dank dem Rivalenkampf. So, wir dürfen jetzt nochmal einen Skill einsetzen. Da kommen wir plus 2. Damit sind wir auf jeden Fall am Ziel. Sehr schön, wir haben vor ihm gewonnen. Good shot, yay, gewonnen! Boom. 910.000. Die restlichen Punkte, nice. Gucken wir hier, wir sind innerhalb von allem Ding. Nur kein Schaden haben, wir bekommen nur 200.000 mehr. 1,1 Millionen, ui. Das war tasty. Also geldtechnisch geht es uns jetzt wieder mehr als gut. Danke. Ah, guck mal, doch, jetzt kommt er doch wieder. Es müssen alle besiegt haben. Tja, Toshi, Okun, seit wann kennst du denn Sugihara? Sugihara? Oh, du meinst den Schönling? Den kenne ich gar nicht. Wie ist er dann in Dyson Cube gelandet? Naja, wir wollten noch einen Schönling als Kontrast zu den anderen harten Arschetypen. Ist dann ihn in deinem Büro? Da habe ich ein paar Fotos von ihm organisiert.
Eine gute Idee, er ist vor kurzem erst nach Ischia gezogen. Womöglich kommt er dieser Sache also auf die Spur. Ah, dann ist das einfach ein Begrüßungsgeschenk. Verdammter Schönling. Solche Typen wie wird im Leben alles hinterhergeschmissen. Das ist nur gerecht, dass er der Gesellschaft mal was zurückgibt. Und wenn er deswegen einen Aufstand macht, dann lasse ich seinen Charakter einfach nackt rumlaufen und verbreite die Bilder im Netz. Im Grunde deines Herzens bist du wohl doch noch ein Yakuza. Was heißt aber für uns, wir müssen wirklich alle scheinbar besiegen. Eieiei. So, machen wir mal einen kurzen Kurs. Wollen einen starken Gegner haben. Nimm Tashio. Okay. Ich schau mal, gehen einfach mal alle durch. Ich sollte mir vielleicht notieren, dass wir Higashi nicht besiegt haben. Warte mal. Notiere ich mal mal. So, Higashi ist. Ich mir das merken kann. So. Gut, dann wollen wir mal. 6. Das ist schon mal ein sehr schöner Start. Das gefällt mir sehr gut. So, wir kriegen Punkte. Okay. Sehr schön. So, haben wir noch schon mal 9. Dann kommt der jetzt dran. Wir skippen einfach die Runden vom Gegner wieder, ne? Hat eine 5 gewürfelt, okay. Ist auch gut dabei. Er kriegt ein Parcours. Macht er natürlich fertig, ne? Wir haben Katzenfutter und hat 7 Sterne gemacht, okay. So, dann wollen wir mal. Nur eine 2, scheiße. Okay, Parcours können wir auch gut. Dann wollen wir mal. 3, 2, 1, 1. Es müssen über 90 Meter kommen. Auf jeden Fall. Und wir ein goldenes Ding kriegen. Das sollte aber eigentlich machbar sein, glaube ich. So. Okay, der hat natürlich Schaden zugefügt. So, zack, zack. Haben wir schon mal die 60 Meter geknackt. So. 80 Meter. Oh, die Kugeln sind gerade auf unserer Seite, würde ich mal sagen. Die 100 Meter knacken wir auch noch. Knacken wir die 110 sogar noch. 110 haben wir sogar geknackt, ui. Ist da noch ein Platinieren-Typen? Das war eigentlich echt ein sehr guter Paku, muss ich sagen. Er gibt wieder nur Gold, aber 11 Punkte. Sehr schön. Gegner ist dran. Jo, dann hauen wir raus. Okay, übersetzt. Oh, da macht er. Ach ja, so, ich darf nicht angreifen. Okay, ich darf nicht nutzen. Okay. Ich bin dann übersprungen worden, okay. Interessant, okay, das kann er also. Dann kommen Würfel 1, dass wir gegeneinander kämpfen können. Mit 2, okay. Er geht auch den langen Weg, okay. Gut, wir setzen unseren Skill ein. Dann setzen wir nochmal eine Runde aus und wollen die mal 5 nehmen, ne. Glaube ich, Sternbrecher. Länger die Sterne des Rivalen um 7. Ah, ne, das brauche ich nicht. Ich will das machen. So, dann haben wir jetzt hoffentlich eine sehr gute Zahl. Ne, hat man natürlich nicht. Ah, dass das nicht mal gut enden kann bei uns. So, eine Special Sternfeld, okay.
So, wir kriegen Geschenk. Und wir kriegen Papierteller, wow. 5000 wert ist immerhin. Komischerweise, wir verkaufen ihn, glaube ich, für 10, ne? Ah, er macht 6, holt uns dafür fast ein. Und kriegt noch mehr Sterne, okay. Ah, gefällt mir natürlich gerade gar nicht, aber gut, was soll man machen, ne? Wir haben eine 4. Ja, ich vertraue einfach den Würfeln einfach nicht. Hätte ich jetzt wieder dieses Mal 5 gemacht, hätte ich wahrscheinlich noch 1 bekommen. Maximal eine mal 2. So, und schauen wir mal, ob jetzt das Spiel auf unserer Seite ist. So. Schauen wir einfach mal. Zack. Und viele, viele Interessante. Sah special-mäßig aus. So, wir müssen auf jeden Fall ordentlich noch an Metern zulegen. Aber sieht ja nicht ganz gut aus. Denn hier bleiben wir ganz unangetastet, ne? Okay, die 90 Meter haben wir schon mal. Sehr schön, die 100 haben wir auch. Wir werden langsamer. Das könnte kein Problem sein. Ja, passt. Bin ich mir zufrieden. Solange die 100 Meter knacken, ist alles gut, finde ich. So, wir kriegen wieder ein goldenes Ding und plus 11, nice. Ja, das ist 2, okay. Was soll er machen? Ah, er kriegt wieder natürlich eine 8. Und ist jetzt wieder vor uns. Okay, heißt, wir müssten theoretisch jetzt ankommen, ne? Oder? Haben wir noch eine Chance? Ein 12. Ich kann nur plus 2 machen. Oder? Naja, machen wir plus 2. Haben wir wenigstens 6 gewürfelt. Vielleicht haben wir Glück. Wir haben halt keinen Kampf gegen die Rivalen gehabt. Das ist unser, glaube ich, unser Problem in der Runde. Wir kriegen Geschenk und brauchen dann 3 Dinger. Okay. So. Und ist er im Ziel? Ne, ist nicht im Ziel. Okay. Ich kann also noch gewinnen. Am schönsten wäre jetzt eine 3 oder eine 1. Da kann ich einfach noch. Ja, mal setzen wir rein. Wir hoffen, dass wir zumindest eine 2 würfeln. Oh, oder eine 7 würfeln, alles klar, wir haben gewonnen. Immerhin, eieiei. So, 1 Million. Wir haben alles geschafft, ui. 1,2. Wir haben alle Bonusziele gemacht, nice. Das ist heftig. So, 8,2 Millionen, der kommt jetzt wieder. So, Yagami, verdammt, und glaube ich, dass du auch mein virtuelles Selbst besiegt hast. Zugeben, ich hätte nicht erwartet, den Producer selbst im Spiel anzutreffen. Warum denn nicht? Ich bin der krasseste Typ, den es gibt. Tja, du trägst echt krasse Klamotten. Du bist der erste Yakuza, den ich ganz in Gold rumlaufen sehe. Ex-Yakuza, sollte ich sagen. Wie ist es, als normaler Bürger in Yakuza-Bling rumzulaufen? Mann, ich bin doch kein normaler Bürger. Willst du damit sagen, ohne die Klamotten bin ich ja niemand? Mir kommt es bloß vor, als hätte der alte Toshiro-Kun was gehabt, wofür er sich zu kämpfen lohnte. Etwas, wodurch er hervorstach. Du musst mal was Neues probieren. Was, wenn deine Tätowierungen auf deinem Körper wären, die man nicht sieht, aber die du mit dem
rückenfreien Hand zeigst. Und das ist keine Mode, das ist einfach bloß blöder Scheiß. Und falls du es nicht gemerkt hast, ich habe mein Outfit schon gewechselt. Jetzt trage ich maßgeschneiderten Stoff aus Italien, Baby. Ach ja, sieht alles andere als billig aus. Verdammt richtig, der Scheiß war teuer. 3 verkackte Millionen für den ganzen Anzug. 3 Millionen Yen? Als Producer verdient man wohl nicht übel, was? Eigentlich ist das Geld ziemlich beschissen. Ich zahle meine Kleider in monatlichen Raten ab. Aber sogar in Raten sind 3 Millionen ziemlich schappig. Ja, was soll ich sagen? Ich stehe nun mal im Bann der Mode. Mode ist meine Identität, Alter. Ah, wenigstens bist du ehrlich. Okay, gut. Dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Dann machen wir die restlichen. Müssen wir mal 3 oder 4 machen jetzt. Also, haut rein. Ciao, ciao.